Die beiden Trainer-Urgesteine Ingo Kalisch und Carsten Heine treffen heute aufeinander. Nach dem 3-1-Sieg gegen den BAK will Optik heute das nächste Top-Team, die VSG Aushaltklinike, ärgern. Nach dem 1:1 im Hinspiel lässt Optik bis in die 20. Minute wenig zu. Doch dann wird Altklinike stärker. Hüter. Und in der Mitte steht Johannes Manske. Mit dem Kopfball aus 4 Metern scheitert er an Hiemann. Hiemann mit einem starken Reflex. Die 27. Minute. Rathenow steht bis hierhin kompakt, tut sich aber schwer gegen stark aufspielende Altkliniker. Der seifige Rasen schwer zu bespielen. Und das führt zu Fehlern. Glodi Zingo rutscht hier mehrfach weg. Und dann ist der Weg frei für Felix Brückmann. Brückmann mit dem 0:1. Schon das 7. Saisontor für den Ex-Cottbusser und den Bruder von Florian Brückmann, der bei Chemie Leipzig unter Vertrag steht. Kapitän Glodi Zingo hier unglücklich. Am Ende ist Brückmann nicht mehr einzufangen von Poli Kronakis. Die VSG führt nach 27 Minuten. Doch Optik setzt direkt nach. 2 Minuten nach dem Gegentor. Jonathan Muyomo mit dem Eckball. Und Marc Langner mit dem Kopfball. Langner läuft stark ein und wird von der VSG völlig vergessen. Doch Julian Knoll mit einer starken Parade. Minute 36. Wieder Ecke Rathenow. Und wieder tritt Muyomo an. Langner kommt wieder frei zum Ball und zieht ab. Was für eine Chance auf den Ausgleich. Langners Ball trifft an den Pfosten und dann Poli Kronakis. Poli Kronakis fast mit dem Billardtor. Doch Philipp Zeiger noch mit dem Fuß dazwischen. Rathenow seit 3 Spielen ungeschlagen mit guter Moral. Seit dem Gegentor ist man sogar das bessere Team. Doch die besonders auswärts starke VSG legt kurz vor der Pause nochmal einen Gang zu und profitiert heute immer wieder von haarsträubenden Abwehrfehlern bei den Optikern. Johannes Manske hier geistesgegenwärtig zum 0:2. Aber was war da los bei den Rathenowern? 3 Optiker kriegen den Ball nicht geklärt. Glodi Zingo schießt Techi Menzen an. Hiemann kann den Ball noch entschärfen und dann müssen sie eigentlich nur noch den Ball rausschlagen. Doch Johannes Manske lässt sich diese Chance nicht entgehen. Slapstick-Tor kurz vor der Pause, entgegen dem Spielverlauf. Ganz bitter für den FSV. Und mit der letzten Aktion vor der Pause geht die Pannenserie der Rathenower weiter. Skoda mit dem Steilpass. Glodi Zingo rutscht wieder weg auf dem matschigen Geläuf. Und Johannes Manske muss nur noch einschieben zum Doppelpack. Die kalte Dusche kurz vor der Pause. Altklinike mit dem 0:3. Manske, ehemals Meister der Regionalliga Südwest mit Saisontor 4 und 5. Innerhalb weniger Minuten. Ingo Kalisch sieht einen bitteren Spielverlauf. Nach guter Phase der Optiker reichen 2 individuelle Fehler, um hier 0:3 zurückzuliegen. Die knapp 300 Optik-Fans hoffen trotzdem auf ein Comeback wie in Auerbach, wo man 3 Tore Rückstand in Halbzeit 2 wieder aufholen konnte. Rathenow investiert in Durchgang 2 mehr ins Spiel. Techi Menzen mit der Hereingabe und Lukas Will mit dem Kopfball, der nochmal richtig gefährlich wird. Nach dem Hattrick gegen den BAK heute noch ohne Torerfolg. 2 Minuten später. Wenn bei Optik was geht in dieser Saison, dann über Standards. Altklinike kriegt den Ball nicht geklärt und Poli Kronakis hält den Fuß hin. Anschlusstreffer für die aufopferungsvollen Rathenower. 1:3 und es sind noch 20 Minuten zu spielen. Das Gegentor muss Altklinike natürlich besser verteidigen. Doch die VSG lässt bis 5 Minuten vor Schluss wenig zu und setzt immer wieder Nadelstiche. Yildirim Zingu kann den Ball nicht richtig klären. Belegu legt auf für René Pütt. Der kurz zuvor für Brückmann eingewechselte René Pütt sorgt hier heute für die Entscheidung. Der 31-jährige linke Verteidiger nach längerer Verletzung wieder mit einigen Einsatzzeiten in den letzten 2 Spielen. Hier macht er seinen 2. Saisontreffer. Kurz vor Schluss ist die Partie eigentlich schon entschieden. Glodi Zingu mit dem langen Schlag auf Lukas Will. Der Top-Torschütze der Rathenower setzt sich hier stark durch und wird gefoult von Philipp Zeiger. Klare Entscheidung. Schiedsrichter Matthias Lämpchen zeigt auf den Punkt. Philipp Zeiger will natürlich zum Ball gehen, trifft aber Will unglücklich.
Der eingewechselte Jafo tritt an und verwandelt sicher zum 2:4 Endstand. Ohne die vielen individuellen Fehler wäre für die Jungs von Ingo Kalisch sicherlich mehr drin gewesen. Doch am Ende gewinnt Alt-Glienicke souverän. Optik-Torhüter Lukas Hiemann über die Stimmung unter der Woche nach dem Triumph gegen den BRK. Und sein Fazit zur aktuellen Situation des Teams. Ja, die Stimmung war top. Also wir waren halt dann noch überm Strich dadurch, durch den Dreier. Der war natürlich wichtig für uns, auch für die Mentalität. Auch, dass man mal einen Dreier geholt hat gegen eine gute Mannschaft, gegen eine bessere Mannschaft, gegen eine Top-Mannschaft. Und ja, natürlich haben wir jetzt verloren, aber es, trotzdem, glaube ich, hat die Mannschaft einen Schritt nach vorn gemacht und jetzt geht's immer weiter. Carsten Heine mit überragendem Punkteschnitt bei der VSG. 2 Punkte pro Spiel holte er in dieser Saison. Auch Optik Rathenow wurde nicht wie für viele andere zum Stolperstein. Ja, umso höher ist unser Sieg heute einzuordnen. Also jeder weiß, wenn er hier nach Rathenow fährt, dass das immer kein leichter Gang wird. Die Jungs hier aus Rathenow sind mit sehr viel Leidenschaft, mit sehr viel Fleiß, Eifer dabei. Das von Ingo Kalisch angesprochene Bonusspiel gegen die VSG ging zwar verloren, doch Rathenow steht weiter über dem Strich. Jetzt folgen 2 weitere schwere Brocken mit Lok Leipzig und Energie Cottbus.